cool, relax. I get him, I get on my track and back. Hitchhike, oh, and take a long ride on a mountain bike until it's ready. Crazy little things called love. Mit einer goldenen Hochzeit verglichen die Jupiters vergangenen Samstag beim großen Jubiläumsfest ihr 50-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde das freudige Ereignis im Josef und viele Freunde, Fans und Weggefährten der Band ließen sich den Jupiters 50-Gig nicht entgehen. Szenewirt Günther Hager eröffnete den Abend mit einem Rückblick auf das Weltgeschehen zur Gründungszeit der Jupiters. Die Olympischen Winterspiele finden in Innsbruck statt, jawohl. Und auch Bürgermeister Klaus Luger nahm am rauschenden Fest zu Ehren der Linzer Kultband teil. Rosenstüber-Szene und vor allem junggebliebene 50-jährige Jupiters. In Erinnerungen an die Zeit des legendären Linzer Rosenstübers schwelgend, freuten sich Gäste und Musiker gleichermaßen über ein Wiedersehen von altbekannten Gesichtern nach vielen Jahrzehnten. Und man tauschte sich aus über gemeinsame Erlebnisse und die gute alte Zeit. Wer gerade nicht am Plaudern war, nutzte die Gelegenheit, zu den altbekannten Songs das Tanzbein zu schwingen und den Rock'n'Roll wieder aufleben zu lassen. Highlight des Abends waren die Gastauftritte ehemaliger Bandmitglieder, die oftmals zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder auf einer Bühne standen. Gefehlt hat bei der Feier Hubert Bognermeier, der Gründungsmitglied der Jupiters war und mittlerweile verstorben ist, aber an diesem Abend in vielen Gesprächen und Erinnerungen anwesend war. Originalinstrumenten von Anno dazumal holten die Jupiters und Gäste nicht nur den Sound, sondern auch das Lebensgefühl aus den 60ern in die Gegenwart und bewiesen, der Rock'n'Roll lebt auch heute noch. Danke, danke schön.